Wunderschönen guten Abend. Wir haben in DB in den letzten Stunden über systemnahe Programmierung gesprochen und haben da POSIX-Funktionen, also Betriebsmittel des Betriebssystems, zur Interprozesskommunikation gesehen. Gell? Also da waren zum einen die Pipes, gell? Und dann haben wir gesagt, es gibt Situationen, wo man eben gemeinsamen Speicher, also Speicher zwischen den Prozessen teilen kann. Shared Memory sagen wir dazu meistens, gell? Und ja, diesen geteilten Speicher, den wollen wir jetzt für Übungen verwenden. Und zwar, wir haben da ja schon gesagt, es wäre möglich, diese Monte Carlo Simulation, die wir gesehen haben, mit Shared Memory dann die Ergebnisse zu sammeln. Wenn wir also mehrere Kindprozesse haben, die jeweils würfeln und Ergebnisse sammeln, dann könnten wir da mit der Monte-Carlo-Methode dann parallel laufen lassen und zum Schluss die Ergebnisse sammeln, indem wir einfach auf dieses Feld oder auf diesen gemeinsamen Speicher zugreifen, der von den Kindprozessen eben gefüllt wird. Gell? Und wichtig ist dabei nur, dass jeder Kindprozess weiß, wo er schreiben darf. Gell? Also deshalb ist es auch manchmal relativ einfach zu sagen, okay, wir interpretieren diesen gemeinsamen Speicher, diesen Shared Memory, wie ein Feld. Und jede Stelle im Feld gehört dann einem Kindprozess und dort darf das Kind zugreifen. Also muss ich nur vorher den geteilten Speicher machen und ich muss dem Kind einen Index übergeben. Gell? Also das zum Beispiel mit einer Variable oder so. Und wenn ich das gemacht habe, dann weiß das Kind, wo nachher die Ergebnisse abzuspeichern sind. Gell? Und gerade bei dieser Bestimmung von Pi ist das dann eigentlich die einfachere Möglichkeit als mit den Pipes. Gell? Also ich muss dann nur darauf warten, dass alle Kinder beendet worden sind und dann kann ich aus dem gemeinsamen Speicher die Ergebnisse lesen. Punkt. Fertig. Ganz einfach. Ja, ganz einfach, aber halt vielleicht einfacher als mit den Pipes. So, die andere Übung ist eine Sortieraufgabe. Und zwar, ihr habt in Informatik sortiert. Also ihr habt dort Algorithmen zum Sortieren gesehen. Und da gibt es bessere oder weniger bessere. Gell? Auf jeden Fall ist es so, dass die dann alle eine bestimmte Komplexität haben. Gell? Also die elementaren Algorithmen, gell, durchs Elementar durch Vergleichen, die haben eine quadratische Komplexität. Gell? Das heißt, wenn wir da eine Verdoppelung der Daten haben, die sortiert werden müssen, haben wir eine Vervierfachung der Zeit ungefähr. Gell? Haben wir eine Verzehnfachung davon Daten, gell? Dann haben wir Faktor 100 in der Zeit. Gell? Also 10 hoch 200. Und das kostet dann schon ein bisschen. Gell? Also, vor allem, weil man es auch besser machen kann. Gell? Also durch einen besseren Algorithmus können wir das schon reduzieren, zum Beispiel auf n log n, gell? Okay, also etwas, was dann schon wesentlich weniger stark wächst als ein quadratischer Algorithmus. Aber stellt euch mal vor, da kommt der Chef und sagt euch, ja, jetzt haben wir da so eine parallele Architektur, gell? Parallele Rechner, die haben Geld gekostet, gell? Ja, also geht es hier einen Algorithmus entwickeln, der parallel verarbeitet, damit wir alle Cores im Server dann rechnen lassen können. Und das ist jetzt die Idee. Die Frage ist jetzt, wie kann man das machen? Gell? Dazu müssen wir Folgendes machen. Wir müssen unser zu sortierendes Feld in Teilfelder zerlegen und ein Kindprozess muss wissen, welches Teilfeld zu sortieren ist. Also können wir den Kindprozessen erlauben, im geteilten Speicher Teile des Feldes, das wir dort speichern, zu sortieren. Aber das ist dann noch nicht das Endergebnis. Das Endergebnis bekommen wir erst, wenn wir die sortierten Teilfelder zusammenmischen. Gell? Und dieses Zusammenmischen von Teilfeldern, das ist, ich will jetzt nicht sagen trivial, aber es kostet weniger. Und zwar, das kostet etwas, das mit n geht, nicht mit n Quadrat oder so. Das heißt also, ihr müsst dann einfach jedes Element einmal in die Hand nehmen und es dann richtig ablegen. Und dann habe ich schon zwei sortierte Teilfelder zu einem gebracht. Gell? Und wenn ich da jetzt mehr habe, dann muss ich das halt, dieses Zusammenmischen da,
öfter machen, diese sortierten Teilfelder. Und dann habe ich am Ende ein sortiertes gesamtes Feld. Gell? Und das ist dann eben der Merge-Sort, wenn man ihn parallel interpretiert. Gell? Also ursprünglich ist er ja geplant worden, weil man mit dem Merge-Sort Daten vom Bandlaufwerk zusammenmerschen konnte. Gell? Also es war schon eine tolle Sache, externe Speicher als Speicher verwenden. Gell? Und heute ist der Merge-Sort interessant, weil man Teilfelder dann beliebig sortieren kann. Also wir haben auch gesagt, wir nehmen da einfach mal einen elementaren quadratischen Algorithmus. Gell? Und da sieht man dann den großen Unterschied, denn wenn der Algorithmus quadratisch ist und der muss nur kleinere Teilfelder sortieren, dann ist er dort relativ schnell und das kann er parallel machen. Und am Ende muss ich nur mergen, gell? Also jeweils zusammenmischen, gell? Also wenn ich einen Kartenstapel habe und das ist dann sortiert jeweils, gell? Also zwei halbe Kartenstapel und ich muss dann zusammenfügen, dann muss ich nur schauen, wo ist das kleinere von den beiden, das kommt runter. Nächstes rausziehen, was ist das kleinere, gell? Das kommt runter, gell? Nächste, was ist das Kleinere? Das kommt runter. Das ist die Idee des Merge-Sort, eben dieses Zusammenfügen von Teilfeldern zu größeren Teilfeldern. Und am Ende habe ich alles zusammengefügt und dann habe ich fertig. Schluss. Gell? Ja, das wollen wir programmieren.